Freunde, wenn ihr heute Bock habt noch auf einen Livestream, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst uns noch ein bisschen Division Rivals zocken. Also schreibt das gerne in die Kommentare, gebt auch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ja, ihr wisst, es ist noch gar nichts passiert. Aber trotzdem würde mich sehr, sehr freuen. Daumen nach oben. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich bin's wieder, dieser eine Pato. Schach raus, aber schnell. Ich hoffe, euch geht es gut. Es ist 19.24 Uhr, das heißt neue SBC zur Champions League Zeit. Ich habe aber gerade gesehen, Scheinwerferlicht. Heute, beziehungsweise auch gestern, ich muss mich da ein bisschen kurz halten im Laufe des Tages, seitdem ich in Berlin war. Es geht mir gesundheitlich leider noch nicht so gut. Ich habe jetzt gerade auch mega, mega Kopfweh und so weiter, aber trotzdem, wenn ihr dann später noch Bock habt auf einen Livestream, schreibt das doch noch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das gestrige Video, da kam ja der UEFA-Topspiel heute. Scheinwerferlicht. Seltenes Elektrum-Spielerpack. Ich habe schon vorgearbeitet, meine Freunde. Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich habe nämlich nur 3 UCL-Packs geöffnet und da habe ich gleich 2-mal vom BVB, also 2-mal Spieler vom BVB bekommen. Ihr braucht Spieler aus einem Verein mindestens 4. Spieler aus derselben Liga maximal 6. Champions League-Karten, also hier diese blauen, braucht ihr mindestens 2 Spieler. Gesamte Bewertung 75, Chemie 80. Ich habe Bewertung 78, aber hey, ich hatte mega, mega Glück, wie gesagt. Ich habe keine Spiele irgendwie verkauft, um irgendwie Coins zu machen. Nein, ich hatte, wie gesagt, nochmal mega Glück. Ich habe 2-mal BVB-Spieler und noch sehr, sehr viele Spieler im Verein gehabt vom BVB. Akanji ist bei mir untradable, sonst hätte ich den niemals hergegeben. Mit der League R habe ich das Ganze komplementiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir schicken das Ganze ab und ich hoffe, endlich ein bisschen Packluck zu bekommen. Es ist auch das neue TDW rausgekommen, also das neue Team der Woche. Ich blende es euch einfach ganz kurz ein. Es ist Neymar am Start. Marco Reus hat eine geile Karte bekommen. Felipe Anderson, die OTW-Karte, bekam ein 84 Rating. Also mega, mega gut. Und ja, wie gesagt, ich hoffe es, irgendeiner dieser Spiele zu ziehen. Mein Packluck ist momentan so mäßig. David Alaba war bis jetzt mein teuerster Pool. Also ich glaube 70k oder so. Ich öffne noch diese Packs. Vielleicht haben wir irgendwie ansatzweise Glück. Nein, natürlich nicht. Wie gestern. Ja, wir starten einfach ohne Tafel. Es enttäuscht mich einfach, aber was willst du machen? Man muss das halt irgendwie erzwingen. Das Ganze ist halt irgendwie Lotto. Letztes Jahr hatte ich noch sehr, sehr viel Glück. Und ich hoffe, bei FIFA 19 wird es einfach wieder genauso werden. Und Leute, vergisst nicht, solltet ihr geile Packs haben, solltet ihr etwas Geiles aufgenommen haben, mit Reaktion, mit Facecam, schickt mir das sehr, sehr gerne an bdbbewertung@gmail.com. Ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt mir auch auf Twitter, auf Instagram eure Packs schicken, was ihr alles so gezogen habt. Auf Twitter zum Beispiel haben mir 2 Leute geschickt, die haben UCL Messi gezogen. Ihr seid ja krank, ich will auch. Aber ich muss nochmal dazu sagen, ich gönne es euch. Ich arbeite auch daran, dass ich da nicht, ich wette mit euch, ich bekomme in den anderen Pack dann auch gar nichts. Guckt mal an. Española, Spanja, ja, Casillas. Ah, ist einfach ärgerlich, Leute. Der dürfte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was kosten, ne? 2 haben wir noch. Please, lass es wenigstens eine Tafel sein oder so. Ist wieder kein Walkout. Alter, Leute, Leute. Aber eine Tafel. Deutschland, Baumann. Ich wette, Baumann. Na, Horn. Okay. Ja, trotzdem. Mann, Leute. Aber Ashley Young, wie viel kostet der? Oh, ja, okay. Wow. Gut, das letzte Pack. I hope for a walkout oder so. Ich habe noch keine OTW-Karte gezogen. Letztes Jahr. Oh, ein Non-Vershaka. Oh mein Gott. Letztes Jahr habe ich Salah Wants to Watch gezogen. Jetzt nicht mal irgendwie ansatzweise. Das ist zu heftig, Leute. Das ist einfach zu heftig. Aber man sollte ja nicht immer alles schwarz sehen. Und vielleicht, Leute, come on. Lassen wir Schicke öffnen. Lassen wir einfach Schicke öffnen. Ah, es wäre zu krass, wenn wir nicht ziehen würden, ne? Das wäre echt zu heftig. Auf Twitter habe ich jetzt auch schon wieder gesehen, eine Icon wurde gezogen und so weiter. Also, let's go. Please, Shigi, du hast mir schon so viel Packluck gebracht, aber bei FIFA 18, genau so ist es. Wieder kein Walkout, Leute. Aber was ist das für eine Farbe? I want to watch! Endlich! Lemar, okay! Leute, endlich! Lemar, ich dachte, was ist das für eine Farbe? Jetzt weiß ich endlich, wie ein Walker, ein Once-to-Watch aussieht. Endlich! Endlich, Shigi! Leute, Shigi-Spam in die Kommentare. Abfuck!
Abfahrt, ich küsse alles von dir, Shiggy, ich liebe dich. Wir schlafen heute zusammen, endlich am Monster Watch. Es ist so erleichternd gerade für mich. Es ist wow. Mir fehlen gerade echt die Worte. Once to watch. Lehmann ist sogar ein guter Spieler. Weil der geht echt ab in der Liga. Oh mein Gott. Ja, Leute. Ich freue mich gerade unnormal. Wie viel kostet Lehmann? Oh. Ja, okay. Egal, ich warte einfach, bis er einen Inform oder so bekommt. Der bekommt safe irgendwie den nächsten Inform. Leute, wir haben es geschafft. Das letzte Pack war ein Once to Watch. Ja, ich bin so glücklich, Leute. Daumen nach oben. Ich habe gerade wieder übelst Kopfweh. Daumen nach oben für dieses Pack. Lima im Pack gezogen. Ich dachte, was ist das für eine komische Animation? Ne, auf einmal wird der Ring rosa. Ich habe noch keine Animation gesehen, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ich bin raus mit Once to Watch Lema. Zu gut, Leute. Ciao, ciao. Bis später noch. Ja, also ich stream eventuell noch. Ciao.